Hallo, komm auf, manchmal Marcel darf es. Sag's mal, heute schauen wir uns das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen FC Nürnberg an. Im Ludwigspark, es regnet. Mal schauen, ob es im Schwimmbad stattfindet. Sagen, let's go, viel Spaß. Jetzt erstmal eine Stunde nach Saarbrücken, fangen wir versuchen mal zu gehen. Insgesamt sind es 2 verdammte Stunden. So, wir sind jetzt in Saarbrücken angekommen, wie ihr hinten schon seht. Wir machen uns jetzt auf zum Stadion, würde ich sagen. Ich mache jetzt ein paar Videos. Dann sehen wir uns beim Stadion wieder. So, jetzt sind wir wirklich angekommen. Ich habe 11 geile Plätze, also hier. Und da ist in Saarbrücken hier, also ich sag direkt hier neben. Da in Nürnberg ist noch auch schon einiges da, also geht gut. Komplette Gegengerade hat sie auch. Wir haben viele Leute mitgebracht. Die Gegengerade sind gestern wieder wirklich voll. Da waren ja noch mehr verspätet als ich in der Luftschlange. Das kann losgehen, würde ich sagen. Ich freue mich schon. Beide Flocken rauf, vorne eins. Technik ist kein Verbrechen, ganz wichtig. Minute. Hängt schon mal gut an für Nürnberg, muss man sagen. So, ist jetzt eine Halbzeit. Ich würde sagen, Nürnberg war ein Stückchen besser, aber auch dreckiger, muss ich sagen. Und dann jetzt mal die andere, dann ist der höher. So, wie mein Außenreporter schon sagte, der FCN führt in der Halbzeit mit zu Recht. Verdient 1:0. Über den Schiri seine Leistung können wir reden, da können wir diskutieren, wie wir wollten. Ich würde sagen, mal schauen, ob sich das noch in der zweiten Hälfte. Wir gehen weiter wieder rein. Let's go! Zweite Hälfte beginnen, let's go! Also, ich würde schon sagen, dass der Schiri wahrscheinlich eher zu Nürnberg. Pfeift noch viel Nürnberg pfeift, weil Saarbrücken liegt nur auf dem Boden, da wird nichts gepfiffen. Bei Nürnberg sehr oft. Also, ich weiß nicht, ob es einfach nur so ist, ob es auch richtig ist. Ich sehe es jetzt nicht mehr vor. So, aber von hier aus hat einfach die Optik aber sehr viel Nürnberg pfeift so drüber. Immer noch nicht.
das wird jetzt geil. Einfach mal von längerer Runde spielen. Lasst das Spiel beginnen mit Elfmeterschießen. Soll ich den Ketchup kriegen? Ne? Willst du Ketchup dazu? Ja. So Leute, mir ist aufgefallen, ich habe irgendwie kein Outtake gemacht am Ende, warum auch immer. Ich würde sagen, hiermit beende ich das Video und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.